Herrliches Cordon Bleu, saftiger Zwiebelrostbraten und würziges Altwiener Backfleisch. Puls 4 Küchenchef Oliver Hoffinger liebt die traditionelle Küche. Und wo könnte die besser schmecken als bei einem gestandenen Wirt? Diesmal entdeckt er in Olivers Wirtshausküche die Zuckerseiten der österreichischen Wirtshausklassiker. Gemeinsam mit der Gastrofamilie Huth wird es heute sinnlich süß. Und zwar mit einem flaumigen Kaiserschmarrn mit Schokostücken und karamellisierten Waldbeeren. Jetzt in Olivers Wirtshausküche. Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Oliver. Sie haben sicher schon gehört, es gibt demnächst bei uns ein Format und das heißt Dorf braucht Wirt. Was brauche ich jetzt auch in dieser Sendung, um Olivers Wirtshausküche richtig gut zu machen? Zwei richtig gestandene Wirte. Seit knapp 15 Jahren sorgen Gabi und Robert Huth mit ihren insgesamt 5 Lokalen in Wien für das leibliche Wohl ihrer Gäste und sind Wirte aus Leidenschaft. Das macht schließlich auch echte Wirte aus. Im letzten Jahr wurden sie von Falstaff zu den Gastronomen des Jahres ausgezeichnet. Heute kochen sie mit Oliver einen verführerisch süßen Wirtshausklassiker. Kaiserschmarrn. Bissl modifiziert, du magst das auch gerne daheim, oder? Ja, natürlich für die Kinder eine Leibspeise unserer Kinder, auch von mir natürlich. Ich liebe Kaiserschmarrn und ich in den Wirtshäusern bestelle ich es auch immer wieder gerne, obwohl die Qualität unterschiedlich ist. So ist es. Aber nicht nur die Qualität. Bei Olivers modifizierter Kaiserschmarrn-Version sind nämlich auch noch Schokolade und Beeren mit dabei. Als erstes trennt Oliver für seinen verführerischen Kaiserschmarrn einmal die Eier. Du, Oliver, willst du meiner Frau nichts zu tun geben? Ich meine, die darf gleich aufschlagen. Ach so, so, du. Wir teilen uns die Hocken. Ein bisschen was sollte sie schon machen, ja? Findest? Ja. Was machst du jetzt? Euch zuschauen. Blöd reden. Gewo! Robert verrät lieber ein kleines Geheimnis guter Wirtshausschmankerl oder besser gesagt herrlichen Kaiserschmarrns. Kaiserschmarrn, aber das gilt für viele Produkte wie ein Schweinsbraten auch zum Beispiel. Meines Erachtens, ein guter Gastronom gibt diese Gerichte nicht als Standardgericht auf die Karte. Sondern als Zuckerl für den Gast. Nur wenn es frisch am gleichen Tag und perfekt gemacht ist. Darum darf in einem Wirtshaus ein flaumiger Kaiserschmarrn ruhig einmal ein bisschen länger dauern. Hauptsache frisch ist er und köstlich. Während Robert weiter aus dem Nähkästchen plaudert, fängt Gabi Huth schon einmal an, das Eiklar steif zu schlagen. Und da hat Oliver einen Tipp parat. Ich habe jetzt ein bisschen Salz dazugegeben, denn Salz macht quasi den Eischnee stabil. Und jetzt ein bisschen Zucker. Wir werden das Ganze aber danach auch noch karamellisieren. Man muss nicht allzu viel Zucker rein. Kannst du einmal außer blöd reden, was arbeiten? Du tust nur blöd reden, hätte Gabi jetzt wahrscheinlich gesagt. Doch Robert, ein Statist, von wegen. Aber richtig motiviert wirkt das trotzdem nicht. Zeit für Oliver, die Schlagzahl ein wenig zu erhöhen. So darf ich. Ja. So. Ich glaube, der war Spitzensportler. Ja, da geht ich bin Rekonvaleszenz, bitte. Ja. Ja, das stimmt. Beim Rudern waren sie einst die Schnellsten. Doch beim Eischneeschlagen hat Oliver klar die Nase vorn. Damit der Kaiserschmarrn aber heute noch fertig wird, wird getauscht. Oliver übernimmt den Eischnee und Gabi verrührt den Eidotter und die Milch zu einem cremigen Schaum. Doch noch sieht das nicht wie Kaiserschmarrn aus. Kaiserschmarrn ist nichts anderes als ein umgedrehter Palatschinkenteig. Das heißt, wir haben das Eiweiß aufgeschlagen. Da ist jetzt Milch und Ei, die Dotter drinnen. Jetzt geben wir ein bisschen Mehl dazu. Das rühren wir da gleich mal unter. Gut, und jetzt heben wir das da drunter. Und jetzt ganz vorsichtig vermischen, oder Oliver? Man kann ruhig ein bisschen rühren. Also diese Geschichte, dass man da jetzt nur ganz zart, das muss nicht sein, aber man muss... auch immer ein bisschen Vanilleschote. Genau, das macht sich auch gut. Was ich aber jetzt ganz gern drinnen hätte, ist, schau mal, ein bisschen was von der Schokolade. Aha. Denn für Oliver gibt es kein echtes Dessert ohne Schokolade. Bei der Menge gibt es hier keine Grenzen. Hauptsache, es schmeckt. Gut soll es auch in den Wirtshäusern bei dem neuen Puls 4 Format Dorf braucht Wirt schmecken. Hier bekommen 3 Wirtshäuser am absteigenden Ast Hilfe von ihren Coaches Starwinzer Leo Hillinger, Szenewirtin Stefanie Herkner und Spitzenkoch Walter Triebel. Jeden Sonntag um 19.45 Uhr auf Puls 4. Doch zurück zu unserem Schmarrn, der erst in der Pfanne richtig kaiserlich wird. Jetzt kommt der Teig hinein. Ganz wichtig ist, wenn ich verteilen, dass sie ihn jetzt ein bisschen anbacken am Anfang. Ja? Den Teig schön anbacken, noch einmal Schoko drauf und
ab ins Rohr. 185 Grad bei Heißluft plus, das heißt rundherum. Rundherum geht die Hitze, das wollen wir können sogar ein bisschen raufdrehen. Sagen wir 210, der ist nicht so dick. Gut, in der Zwischenzeit können wir unsere Beeren machen. In Olivers Fall sind die Beeren tiefgefroren, nachdem sie gerade nicht saisonal sind. Diese kalten Früchtchen enthalten trotzdem noch sämtliche Vitamine und werden von Oliver nur mit Rohrzucker karamellisiert. Jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen durchziehen. Und geben wir einen Schluck Wasser drauf. Man könnte da jetzt durchaus Alkohol draufschneiden. Ja, eben. Ja, was habe ich einen da? Warte mal, schauen wir mal. Was haben wir? Wir könnten ein bisschen Prosecco auffüllen. Den haben wir da. Kann doch nicht schaden, oder? Echt ist wurscht. Hauptsache irgendwas wird drüber geleert, gell? So ist es. Oliver weiß genau, was er hier tut. Die Beeren baden im Prosecco und auch der Kaiserschmarrn hat eine wunderschön goldgelbe Farbe bekommen. Jetzt ist unser Kaiserschmarrn schon wunderbar angebacken, wie man das sieht. Jetzt müssen wir ihn einmal wenden. Das schaut herrlich aus. Herrlich. Jetzt geben wir wieder ein Stückchen Butter dazu. Was mir total wichtig ist, was ich finde, was den Kaiserschmarrn besonders spannend macht, ist, ich werde das Ganze jetzt noch einmal eine Spur salzen. Weil ich bin der Meinung, gerade mit der Schokolade, diese salzig-süße macht die ganze Sache besonders spannend. Jetzt geben wir noch ein bisschen einen Rohrzucker drauf. Wird er besonders schön karamellisiert und jetzt müssen wir zerreißen. Am einfachsten funktioniert das Zerreißen mit zwei Löffeln. Und was sagt der stille Beobachter, Herr Huth, zu diesem Augenschmaus? Das habt ihr gut gemacht, das sehe ich von der Ferne. Ja, ist sehr viel besser, glaube ich, geht's gar nicht. Schau mal. Ja, die Schokolade schön geschmolzen. Zack. Mm. Definitiv. Gabi Huth kann es kaum erwarten, den verführerisch aussehenden Schoko-Kaiserschmarrn zu kosten. Also wird die sagenhaft flaumige kaiserliche Nachspeise und die karamellisierten Waldbeeren angerichtet. Auch hier muss ich sagen, Hut ab. Sehr gut habt ihr das gemacht. Jetzt werden wir kosten, ob das denn auch richtig wirtshaustechnisch kompatibel ist. Genau. Yeah, guter Kaiserschmarrn. Mhm. Aber. Mhm. Nein. Herrlich. Das mit dem Salz, kein Blödsinn, ja? Na, das. Mhm. Und was sagt Robert dazu? So lange hat der doch noch nie geschwiegen. Weltklasse. Danke. Wobei, Liebste, deiner ist besser. Das musst du sagen und das ist Nein, auch richtig das so. Ist ja wirklich so. Ich sag meiner Frau viele Dinge, die nicht so schön sind. Kann ich bestätigen. Aber ihrer ist wirklich besser, aber der ist sehr gut. Und wenn Sie unseren wirklich sehr guten Schoko-Kaiserschmarrn zu Hause nachmachen wollen, dann finden Sie dieses und viele andere Rezepte auf kochmitoliver.at. Nächste Woche steht Oliver dann wieder gemeinsam mit Kaffeepuls Wetterlady Verena Schneider in der Küche, die in 8 Wochen 8 Kilo verlieren will. Mit smarten Köstlichkeiten. In Woche 3 gibt es zarte Hühnerroulade mit Quinoa-Risotto auf knackigem Spargelgemüse. Also bis zum nächsten Mal bei Koch mit Oliver.